Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Clanspiel-süchtigen Thorsten. Ja, könnte man meinen, ich habe gestern die Clanspiele tatsächlich mal mit meinem Rathaus 13-Account, da seid ihr, glaube ich, anderes eigentlich von mir gewohnt, keine 12 Stunden hat es gedauert und mit Unterbrechungen sogar. Aber es geht hier so fürchterlich schnell und da kann man schnell mal Clanspiel-süchtig werden, gar keine Frage. Geht aber gar nicht um den Account hier. Das haben gestern schon einige mitbekommen. Das haben wir gestern Abend im Livestream fertig gemacht. Und zwar ist das Dorf von der Löhler, meinem kleinsten Hasen hier im Rathaus 9 Bereich. Und da habe ich ein nicht so tolles Spiel angenommen. Und ich habe auch erst gedacht, Leute, das ist auch eine Beleidigung hier für den Clan. Denn bis gestern Abend haben hier nur 10 Leute teilgenommen. Und ich habe gedacht, Leute, was ist denn hier los? Was ist mit euch los? Aber mittlerweile haben einige etwas angestartet. Ihr seht, ich habe mit Lela jetzt auch ein Spiel offen. Ich habe mit Socken was offen, mit Toto was offen. Das sind so Langzeitspiele, beziehungsweise so Spielchen. Die gehen mal über einen Tag oder 2 Tage. 20.000 Dunkles habe ich mir hier mal ausgesucht, weil ich hier natürlich mit dem frischen Rathaus 9 viel Farme will ich jetzt nicht sagen, aber doch schon eine ganze Menge mache. Und mir ist aufgefallen, dass es hier in den Clanspielen auch ein paar neue Spiele gibt. Ich glaube, sie sind neu. Zum Beispiel mit den Kasernen hier. Ich habe jetzt auch schon gesehen, zerstöre ein paar Scattershots, also Schleuderkatapulte. Und das eine oder andere ist neu, was ich noch gar nicht entdeckt habe. Vielleicht sind auch ein paar Spiele raus oder ich habe sie im Moment noch nicht entdeckt. Es gab ja auch so nette Spielchen wie benutze keiner Zauber oder benutze keine Helden und mache viele Sterne. Ich weiß nicht, diese nervigen Dinge, ob die raus sind, könnt ihr mir mal reinschreiben oder ob sie immer noch gibt und wir haben sie hier halt nicht oder sie sind hier immer weg. Aber ich habe sie jetzt in einem Tag Clanspiele nicht gesehen. Und wir wollen hier mal ein bisschen auf dem Rathaus 9 zocken. Gegner haben wir eigentlich immer relativ schnell gefunden. Sind natürlich noch ein bisschen stark für meine kleinen, aber feinen Helden hier. Kommt auch immer ganz, ganz drauf an, aus welcher Sicht man das sieht. Wir müssen hier ein bisschen gewinnen. Wir müssen hier ein bisschen Dunkles holen. Ein bisschen Gold und Elex. Deswegen können wir hier immer auch mal so einen Achter mitnehmen. Hier, wir haben hier ganz normalen Riesen, Päcker und ein paar Wizards dabei, mächtig viele Mauerbrecher, ein Sprungzauber, ja, den habe ich jetzt schon. Also ich habe mir hier noch nicht alles freigeschaltet. Ich habe zum Beispiel noch keine große Kaserne. Und wir gehen hier mal über die Ecke rüber. Also mit großer Kaserne meine ich, ich habe noch keinen Lava-Hund. Da dauert es noch ein bisschen. Ich habe das andere habe ich schon. Also die Hexen, die habe ich jetzt schon. Und so, wir gehen hier mal rein. Einmal da, einmal da, einmal da. Können hier vielleicht noch ein... Ach Mensch. Wieso gehen die immer so komisch? Jetzt gehen die Mauer hier da rein. Okay, jetzt kommen wir aber trotzdem noch in die Base hier rein. Und da. Ich überlege jetzt gerade, wo wir eigentlich reinspringen können. Wir könnten hier hinten vielleicht nochmal reinspringen. Gucken wir mal. Ich habe auch noch ein bisschen was in der Klönburg, na klar. Und ich glaube, da machen wir hier hinten mal die Ecke weg. Da machen wir hier hinten mal die Ecke mit weg. Denn dort habe ich ein paar Hocks mit im Gepäck. Die müssen jetzt eigentlich hier zum Flächenschaden gehen. Das machen die auch. Perfekt. Dann haben wir noch einen Fries. Ein Fries-Zauber. Warum habe ich eigentlich einen Fries dabei? Ich weiß gar nicht, warum ich... Vielleicht wollte ich den nur verspenden. Kann auch sein. So, dann ist das da außen schon mal weg. Und das weg. Ganz easy gedreiert hier und ein bisschen Dunkles noch geholt. Was mich hier mit dem Account ärgert mich auch mal wieder was. Denn ich habe ja jetzt nur eine 1er Queen und ich habe zu viele Heldenbücher. Ja, ich habe tatsächlich zu viele Heldenbücher. Das Dusselige ist, ich habe die Queen hier nicht hingelegt, damit ich die leveln kann. Sondern ich habe immer Clankrieg mit dem Account hier auch gespielt und okay, beim ersten Mal läuft die, glaube ich, gar nicht so lange. Lass mal gerade gucken, wie lange die Queen läuft. Naja, 134, okay. Ich würde sagen, die könnten wir uns eigentlich auf 5 machen. Ich überlege jetzt mal gerade, wie, ich glaube, wir geben mal Gems aus. Gestern Abend hat Silke gesagt, Thorsten, du musst die Dinger auch mal ausgeben, dafür sind die ja auch mal da. Hat sie gar nicht mal so unrecht. Wir geben hier mal ein bisschen was aus. 134. Ich weiß, da blutet euer Herz, wenn ich hier Gems ausgebe. Aber jetzt haben wir sie schon mal auf Level 2.
Und ich habe noch eine dunkle Rune sogar hier im Gepäck. Lohnt sich allerdings noch nicht, solange das Lager noch nicht wirklich ausgebaut ist. Da bin ich aber jetzt gerade bei. Und jetzt haben wir aber zwei Heldenbücher. Können sicherlich nochmal leveln. Ja, wir können nochmal leveln. Jetzt muss ich ein Heldenbuch nehmen. Ich meine, kostet nach wie vor 134 Gems. Aber jetzt muss ich ein Heldenbuch nehmen. Denn ich habe noch ein Heldenbuch im Pass. Den habe ich schon fertig. Ah ne, habe ich noch nicht ganz fertig. Oh, da fehlen noch ein paar Punkte. Okay, ja, Thorsten. Okay, da fehlen mir noch ein paar Punkte. Wo sind die Punkte hier? Naja, okay, sollen wir wohl noch irgendwie hinkriegen. 20, 40, ein bisschen spenden. Und ein wenig da hinten. Beziehungsweise ein Angriff im Nachtdorf. Das kriegen wir hin. Ob wir den gewinnen, sei mal dahingestellt. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte schieben. Ich wollte heute Morgen mal ein bisschen Schub machen hier. Natürlich habe ich gestern auch beim großen Account ein wenig die Truppen geschoben. Dann nehmen wir jetzt gleich mal welche in Spendung und gehen mal kurz ins Nachtdorf, dass wir den Passiv fertig kriegen, dass wir unsere Queen wenigstens jetzt auf 5 bekommen. Hier ist es unheimlich schwierig, überhaupt was zu reißen, finde ich. Ich meine auch hier 1er Kampfmaschine, da geht jetzt noch nicht so wirklich fürchterlich viel mit. Aber es geht immerhin etwas mit. Immerhin etwas mit den kleinen Barbaren hier. Mal sehen, ich gehe eigentlich immer ganz gerne rum. Aber ich will hier ja in die Mitte reinkommen. Ohne dass mich da der hat noch keinen Brutzler. Okay, der hat noch keinen Brutzler. Aber wir wollen das Rathaus haben, bevor das Ding da hinten runterkommt. Da gehen jetzt schon so ein paar hin. Oh nein, die laufen quer. Ne, einen habe ich noch da. Kampfmaschine habe ich auch noch dort. Und wir könnten den Stern bekommen. Oh nein. Ach komm. Das hat doch jetzt wirklich mal nichts. 49 nur. Okay. So geht's nicht, Toto. Okay, so wird das nichts, Leute. Dann machen wir lieber den Verspender hier. Einmal ein paar Truppen an irgendwas. Was braucht Bowler Gift? Das ist doof. Ich hab mir natürlich ein bisschen Verstärkung rangeholt. Ich habe mir etwas Verstärkung rangeholt in Form von Fry. Wieso fragt denn der Fry jetzt gar nicht an? Bodengift. Senden. So, da ist er. Dann geben wir dem eben mal auch Bodengift. 1, 2, 3, 4, 5. 6 von denen, die mal eben nachtrainiert. So geht das. Und ein Gift muss hier noch rein. Hier fehlt was. Ach, hier fehlt der Fries, glaube ich. Warte mal. Ich glaube, dafür war der Fries da. Jo. Okay, jetzt weiß ich wieder, wofür der Fries da war. Alles klar. Ich lasse mir mal eben ein paar Clanburg-Truppen spenden. Und dann machen wir hier noch natürlich Angriffe. Ich muss sagen, manchmal wundern mich auch so ein paar Sachen hier in dem Spiel. Der Kollege hier ist schwer am Pumpen, aber hat noch gar keine Liga. Mit schwer am Pumpen meine ich, hier ist alles geboostet, aber kein Liga-Symbol. Vielleicht ist auch nur ein Bug, aber den nehmen wir mal mit hier. Wir haben ein bisschen Blitzzauber am Start, wir haben ein paar Mauerbrecher dabei und wir haben natürlich noch eine etwas kleinere Queen, aber mal sehen, ob wir die gegnerische Queen nicht rausbekommen hier. Mal sehen, wir nehmen hier mal den King und die Queen mit rein. Ein paar Mauerheinis hier, dass wir Richtung Queen auch kommen. Jawohl, da sind wir schon an der Queen dran. Jetzt zünden wir eben mal unseren King. Ich wollte gerade sagen, denn die ist schon ein bisschen stärker. Okay, so stark ist sie jetzt nicht. Aber es wäre natürlich nicht schlecht, wenn die schon mal weggeht. X-Bogen steht dort auf Boden. Und jetzt muss ich mal gucken, was habe ich? Ich habe Blitzzauber dabei. Ich weiß nach wie vor nicht, Leute, wie viel Blitz brauchst du für was? 1, 2, 3, 4. Okay. 4 Stück für eine. Die nehmen wir hier vorne mit. Dann nehmen wir noch die. Und die steht hinterm Rathaus. Ich würde sagen, dann nehmen wir die nochmal mit in Blitz hier. Dass die mit weg ist. Und ja, so ein bisschen kommen wir jetzt gegen den Feger. Der Feger wird sich gleich drehen, glaube ich. Kann ich mir zumindest vorstellen. Und wir nehmen jetzt mal unseren Eilzauber hier für unsere Loons. Außen machen wir mal eben so ein bisschen mit dem Magier auch weg. Und dann kann es hier in die Base reingehen. Denn wir wollen hier zum dunklen Pott ein paar von den Minions noch dazu gesetzt. Jetzt haben wir noch einen. Ja, wir haben jetzt... Ah, da. Ich habe es ja gesagt, Leute. Der Feger macht uns da den Gar aus, dass wir nicht so wirklich hier in die Mitte kommen.
Aber mal sehen, ob ich nicht ein bisschen was mit den Minions noch reißen kann oder mit dem Magier. Mal gucken. Der Magier läuft noch ganz gut. Ja, der Magier läuft Richtung Mitte. Ich habe das nicht. Nein, oh nö. Stimmt. Habe ich eben noch gesagt. Steht ja auf Boden, die X-Bögen. Naja, okay. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Aber wir haben ganz gut was mitgenommen. Ich glaube, so knappe 3 hat er ja gehabt. Jetzt habe ich natürlich die Luftabwehr hier hinterm Rathaus. Und das ist eigentlich immer zum oder fast immer zum Scheitern verurteilt. Denn meine Drachen, ich weiß nicht, vielleicht kommen sie noch dran. Ist ja noch nichts gelevelt hier bei Lela, sondern alles noch beim, ja, ich will nicht sagen beim alten, aber so ein bisschen beim Rathaus 8 Niveau. Allerdings habe ich schon 220 Truppen. Auch da wurde, ist immer eine gern gesehene Frage, was levelt man als erstes, wenn man eine Rathausstufe, na, schaffe ich die Luftabwehr da? Oh, ich habe sie gepackt. Auch nicht schlecht. Was levelt man als erstes? Habt ihr vielleicht in den Folgen ja gesehen, für die Armeelager erstmal entschieden, um erstmal 220 Truppen zu bekommen und dann alles andere mache ich dann so Stück für Stück später. Vor allen Dingen jetzt die dunkle Kaserne für einen Eilzauber, habt ihr gesehen, ich hatte den jetzt in der Clanburg mit und habe noch keinen eigenen. Also auch da streiten sich immer die Geister, was macht man wie als erstes? Okay, oh, wird nur ein Timefehler hier, alles klar. Dann kann er ja weiter pumpen hier. Ja, den haben wir ganz nett mitgenommen und wir nehmen den ruhig nochmal. Die Armee hier, also 4 Stück brauchen wir, weil meistens treffe ich noch nicht auf so ultra starke Bases hier. Also es hält sich in Grenzen. Und ich will die Queen jetzt aber nicht leveln, denn auch meine Queen ist hier noch ein bisschen ein paar Minuten im Boost. Und muss allerdings hier jetzt noch 3000 machen. 1 Stunde, 3 Minuten haben wir noch. Wir sind hier im Boost. Also kriegen wir in jedem Fall hin. Ich cutte euch das nochmal und dann sehen wir uns gleich dann doch noch wieder mit anderen Angriffen. First Click hier. Also manchmal muss ja auch nicht wirklich lange suchen, um hier nette Dörfer zu finden. Allerdings hinten ist die Queen an einem Bohrer, der relativ viel drin hat. Okay, aber mal sehen, wie weit wir überhaupt kommen mit unserer Truppe hier. Lass mal gerade gucken, von da durch hier ab durch die Mitte. Vielleicht schaffen wir das ja. Wo ist denn eigentlich der andere Bohrer? Ah, der ist da außen. Okay, der andere Bohrer ist da außen. Dann nehmen wir hier unsere noch nicht ganz so starken Riesen mal mit rein und nehmen auch dort ein paar Mauerbrecher. 1, 2, 3, 4 erstmal. Wenn die Mauer auf ist, dann lasse ich die gleich noch weiterlaufen. Aber dann gehen die. Schade, ich hatte eigentlich gedacht, die gehen wenigstens vielleicht dann hinter die Queen-Platte. Machen sie aber nicht. Dann müssen wir hier doch rüberspringen. Boom, springt da mal rüber. Gut. Oh, so viel Truppen sind gar nicht mehr da. Okay. Dann nehmen wir hier noch wieder unsere Hocks rein. Einmal den Wut hier nochmal geworfen. Das geht hier eigentlich fürchterlich schnell hier in solchen Rathausstufen. Hier außen nehme ich jetzt mal die Queen ein bisschen in die Pflicht. Hier den Heilzauber für meine Hocks, dass endlich der X-Bogen da nicht mehr ballert. Meine Queen ist noch dabei. Ja, fast. Ich denke mal, so knappe 3 kriegen wir hier auch wieder raus. Das ist ja nicht schlecht. Da ist noch ein bisschen was Clean-Up-mäßig zu reißen. Dann nehmen wir das nochmal so. Ja. Aber ich glaube, wir kriegen den Bohrer kriegen wir, glaube ich, nicht mehr. Es sei denn, meine Hocks machen das hier noch. Aber ich meine, da sind auch nur 5 Stück auf Level 7, glaube ich, gewesen. Oder 6 auf Level 7. Das ist jetzt noch nicht so ultra viel. Aber so können wir den machen. So können wir den in jedem Fall machen. Und dann sind wir unserem Clanspiel auch etwas näher gekommen. 70% schaffen wir sowieso nicht mehr. Aber vielleicht noch das. Mal sehen. Das Elex-Lager. Ich wollte gerade schon wieder abbrechen. Wir kriegen das Elex-Lager nicht mehr. Okay, wir kriegen das Elex-Lager nicht mehr. Nicht mehr ganz ein. 2 Hits. Ja, 2 Hits noch drauf. Dann haben wir noch ein bisschen mitbekommen. Aber knappe 3 wieder an Dunkeln. Oh, wir haben die Challenge gepackt. Okay, die Challenge ist unsere. Und damit haben wir die ersten 400 Punkte hier drin. Dann läuft das hier jetzt auch. Aber es gibt hier. Ja, okay. Der ist nicht schlecht, Leute. Der ist nicht schlecht. Man muss sich nur sicher sein, dass man auch 3 Sterne holt. Beziehungsweise 2. Mit 2 Angriffen 3 Sterne im Clankrieg holt. Oder öfter mal klappt das ja mit einem Mal. Aber das ist zum Beispiel so ein Vorreiter hier. Aber 900% mit meinem kleinen Account. Und ich habe mich jetzt echt gequält, dass ich das überhaupt so weit bekomme. Aber wir haben jetzt, glaube ich, unsere Queen auf dem Level. Ja, ich weiß, der Boost endet. Ich habe jetzt noch kein Heldenbuch. Aber ich kann es mir jetzt endlich holen.
Ich kann es mir jetzt endlich holen. Und da unten ist es jetzt auch. Dann nehmen wir die Queen mal in die Pflicht. Und auch da streiten sich immer die Geister. So ein Hammer 165, das ist eigentlich nicht, das entspricht nicht der Verhältnismäßigkeit, dass ich hier den Hammer für meine 5er Queen nehme. Also dann haben wir die endlich auf 5. Weil der Hammer kostet auch 165, wenn ich die Queen von 74 auf 75 haue. Das passt irgendwie nicht. Das sollte Supercell mal ein bisschen anpassen, dass die Hammerkosten hier auch für noch nicht so große Helden, also nicht die Hammerkosten, sondern die Kosten für die Marken oder für die Medaillen, auch nur leicht ansteigen, was weiß ich hier, 50 für eine Level 3 Queen und so. Aber 165 ist schon immer viel. Da muss Supercell sicherlich mal ein bisschen nachbessern. Und die hier könnte ich jetzt eigentlich noch ein bisschen boosten. Ich habe noch ein bisschen, ja, 32 Minuten, das mache ich in jedem Fall. Das machen wir mal. Und dann ist sie noch mit im Boost. Jo, das ist eigentlich gewesen. Also, wenn ihr auch so Clanspielsüchtig seid wie ich, dann schreibt es mir ausnahmsweise mal in die Kommentare rein und ob ihr vielleicht auch schon fertig seid. Und ich finde sie eigentlich, also tatsächlich von den Rewards her, finde ich es jetzt nicht so proper. Kein Heldenbuch dabei, Leute, schade auch. Aber dafür gibt es mal andere Bücher, Zauberbuch und Buch des Kampfes hier. Und es sind keine schlechten Rewards. Mal sehen, ob ich die 4000 auch mit dem Account hier packe. Ich hoffe, ihr packt mit euren allen Accounts die 4000 Punkte hier in den Clan spielen, solltet ihr in jedem Fall mitnehmen, denn es gibt ja hier auch noch einen Erfolg, mache 1000. Falls ihr den Pass noch nicht fertig habt, ihr seht, ich habe ihn jetzt auch hier mal etwas eher fertig als sonst. Auch da bin ich eigentlich immer so ein Spätzünder hier, dass ich den Pass immer so unendlich weit nach hinten schiebe bei den kleineren Accounts, aber diesmal nicht. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, Glocke stellen und das Video vielleicht auch ein bisschen liken. Dann sehen wir uns in weiteren Folgen diese Woche noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe nichts vergessen. Euer Toto. Bleibt stehen.